Der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg, der Tabellensiebte gegen den Tabellenletzten. Für beide Mannschaften geht es heute darum, den Negativtrend schnellstmöglich zu stoppen. Zuletzt blieben der VfB und der FCA zwei Spiele in Folge sieglos. Die Anfangsphase ohne große Höhepunkte. Es dauert bis zu 8 Minuten. Freistoß Stuttgart. Heinal direkt. Und das war ganz schön knapp. Tamás Heinal aus fast 30 Metern Torentfernung. Das ist mal eine Ansage. Dann auch mal die Augsburger 10 Minuten absolviert. Das ist Mölders im Strafraum. Riesenchance. Aber den haut er deutlich drüber. Beide Teams in der Folge zwar bemüht, aber ohne zwingende Aktionen. 35 Minuten bereits vorbei, erneut der Aufsteiger, das ist Werner, 18 Meter und Ulreich mit einer spektakulären Flugeinlage. Der FC Augsburg jetzt mit Spielvorteilen. Tobias Werner riskiert es, aber den muss Sven Ulreich auch haben. Schöne Aktion von beiden. Noch 4 Minuten bis zur Pause, Einwurf VfB. Der Ball landet bei Pogrebniak. Und dann ist Hanik da. Tor! Das 1:0 für den VfB Stuttgart in der 41. Spielminute. Ein Tor wie aus dem Nichts. Martin Hanik macht seinen 5. Saisontreffer. Lässt FCA-Keeper Ansiff mit diesem Volleykracher aus kurzer Distanz. Keine Abwehrchance. Stuttgart führt, wenn auch etwas überraschend. Pause vor 55.000 Zuschauern in Stuttgart. Mal sehen, was der zweite Durchgang bringt. Und der beginnt spektakulär, die 47. Minute. Augsburg im Angriff. Bayer. Pass nach innen, Werner rauscht heran und trifft. Ein absolut sehenswertes Tor von Tobias Werner. Sein erster Bundesliga-Treffer überhaupt. Schöner Schlenzer in den Winkel. Und so kann es weitergehen. Nur 4 Minuten später. Hanik wird auf der linken Seite angespielt, nimmt Tempo auf, zieht nach innen im Strafraum und vollstreckt eiskalt zur 2:1 Führung des VfB. Wahnsinn-Solo von Martin Hanik, der hier nicht energisch genug angegriffen wird und in Ruhe abschließen kann. Doppelpack für den Österreicher. Ansiff im Tor des Aufsteigers. Chancenlos. Dann wird es wieder etwas ruhiger bis zur 76. Spielminute. Wieder der starke Hanik. Sieht Okazaki, aber der erst 2 Minuten zuvor eingewechselte Japaner verpasst. Chance vorbei. 6 Minuten vor dem Ende nochmal die Gastgeber. Heinal hat die Kugel, probiert's aus der Distanz und auch Ansiff im Tor der Augsburger mit einer tadellosen Leistung. Schöne Flugeinlage, aber den muss er auch haben, keine Frage. Der VfB kann's verschmerzen, denn danach ist Schluss. Stuttgart schlägt Augsburg nach sehr ausgeglichenen 90 Minuten mit 2:1 und rückt bis auf Platz 6 der Tabelle vor. Augsburg bleibt trotz einer sehr kämpferischen Leistung Tabellenletzter.